Hallo, ich grüße euch. Ich habe mal wieder ein bisschen was eingekauft bei M.B. Müller Extraordinary Gifts. Und das hier ist eine Biker-Maske. Gucken wir uns das gute Stück mal an. Ich hatte solche Dinger schon mal von Wish, aber die sind von der Qualität her wirklich total kacke. Also wirklich richtig kacke. Da kriegt man die dann so für 3 Euro oder so mit Versand, aber die Qualität ist sowas von steinzeitlich widerwärtig. Die Qualität, ja, die ist okay. Man hier drin auch nochmal so eine weichere Einlage, wo die Nase und der Mund reinkommen, damit man nicht die Maske von innen total voll sabbert direkt. Aber von der Qualität her ganz okay aus. Ist für M.B. Müller produziert. Offiziell lizenziertes Merchandise. Natürlich aber nicht in China hergestellt, sondern in Pakistan. Aber wie gesagt, von der Qualität her, auch vom Aussehen, da sieht die eigentlich ganz cool aus, als Biker-Maske. Ich muss mal schauen, was ich damit machen werde. Das weiß ich noch nicht so genau. Ich werde auch noch mal ein kurzes Video machen, wie ich die aufhabe, das ist klar. Nur jetzt gerade, dann muss ich die Kamera umbauen und da habe ich gerade keine Lust drauf. Das mache ich dann. Vielleicht schneide ich es auch hinter. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Link ist unten drunter. Lasst mir einen Kommentar da. Bis denn dann. Ciao.